Mickey James hat kürzlich einen WWE-Vertrag unterzeichnet, der eine Laufzeit von 3 Jahren hat. Sie soll bei SmackDown Live in den kommenden Wochen ihr Main-Roster-Comeback feiern. Vince McMahon ist höchst begeistert von AJ Styles. Nachdem Styles dieses Jahr nach Aussagen des WWE-Chefs konstant überzeugen konnte, will man ihn in kommender Zeit zum Face-Aushängeschild der Firma machen. Nach WrestleMania 33 findet ein weiterer Draft statt, bei dem Styles wohl von SmackDown zu Raw wechseln soll. Hier angekommen will man eine große Storyline mit der Reunion des Bullet bzw. Bella Clubs mit Finn Bálor, Gallows, Anderson und AJ Styles einleiten, bei der Styles zum Publikumsliebling gepusht werden soll. Die WWE konzentriert sich beim aktuellen Talentscouting überraschenderweise nahezu ausschließlich auf Cruiserweights. Einige Bewerber für ein WWE Tryout Camp gaben an, dass sie eine Absage bekamen mit der Begründung, dass man aktuell nur nach Talenten suche mit einem Gewicht unter 205 Pfund. The Miz wird in den kommenden Wochen bzw. Monaten bei SmackDown gegen Dean Ambrose um den Intercontinental Champion Titel fehden. Roman Reigns soll laut aktuellen Planungen bei WrestleMania 33 gegen Braun Strowman um den United States Champion Titel antreten. Es wurde immer wieder berichtet, dass Shane McMahon und Triple H im echten Leben Streit miteinander haben. Der Grund dafür wurde nun von einer Insiderquelle veröffentlicht. Triple H hatte 2012 die Idee, NXT zu starten. Die Einschaltquoten im Main-Roster waren allerdings am Boden und so entstand ein wahrer Kampf um das kreative Mitspracherecht neben Vince McMahon. Triple H und Stephanie McMahon waren sich definitiv sicher, dass der Kreativposten an sie gehen würde, als jedoch Shane McMahon, wie aus dem Nichts beim betreffenden Meeting der Kontrollvergabe auftauchte, entbrach ein Streit und Triple H rastete komplett aus. Shane McMahon entfernte sich daraufhin 2012 wieder von WWE und Triple H bekam den Posten als kreativer Mitleiter und gründete NXT.